Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um Abfall aus dem Garten. Ich weiß nicht, ob du auch Efeu im Garten hast, ob du Hagebuttenzweige im Garten hast oder ob du zum Beispiel auch Laubblätter in deinem Garten hast. All das Zeugs, das ist nervig, aber auch schön. Und ich möchte mit dir zusammen heute eine Hauseingangsdeko machen. Vom Kranz, von einem Element auf einem Stuhl und auch noch etwas am Boden, weil wenn wir drei Elemente beim Hauseingang haben, dann sieht es einfach automatisch auch toll aus. Und ich möchte dir heute Schritt für Schritt erklären, wie wir zusammen einen Hauseingang dekorieren, und ich möchte dir dann auch an einem Beispiel zeigen, wie wir diese Materialien aufhängen und so zusammen kombinieren. Ich hoffe, du bist dabei, bleibst dabei und lässt dich inspirieren vom Blumenmann mit einem natürlichen Hauseingangsdekorationchen für den Herbst. Falls dir es am Schluss gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls dir es nicht gefällt, schreib mir unten in die Kommentare rein. Ich bin immer offen für konstruktive Meinungen, konstruktive Kommentare. Und ja, ich sehe noch was, zum Beispiel auch Physalis haben viele von euch im Garten. Wenn man die mal im Garten hat, die bringt man fast nicht mehr raus, weil die machen so kleine Wurzeln, so Rhizome, und wenn du die mal ausreißt, abschneidest, geht die Wurzel immer weiter, und so hast du das Problem, dass du die fast nicht mehr aus deinem Garten bringst. Also, du siehst, aus dem Garten für vors Haus machen wir zusammen eine Deko. Wir starten mit unserem wunderbaren Efeu. Efeu hat mega schöne Blätter dran. Oftmals wächst das irgendwo am Haus entlang und dann hat es auch so schöne holzige Wurzeln und einfach mega schön. Ich nehme hier die Blätter drab, und zwar aus dem Grund, die Blätter, die welken mit der Zeit nicht mega schnell, aber sieht dann einfach nicht mehr so toll aus, und darum nehme ich einmal hier die Blätter weg. Du kannst Efeu bei dir am Haus hochwachsen lassen. Früher, als ich noch jung war, haben einige das auch als Isolationsmaterial fast ein wenig gelassen. Aber Efeu geht natürlich in alle Ritzen rein. Efeu ist auch ein Zerstörer vom Haus. Also ich habe da schon Stories gehört, wo Leute Fassaden erneuern mussten, nur weil dieses Efeu einfach alles zerstört hat. Ich überlege mir gerade, mit welcher Variante von unserem Hauseingangsdekorationchen wir starten. Du kannst dir auch überlegen, mit welcher Variante ich starten soll. Und du darfst mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich zuerst mit dem Kranz oder zuerst mit dem Element für auf den Stuhl starten soll. Schreib es mir schnell in die Kommentare rein, welche Variante du schöner, toller und spannender finden würdest. Vielleicht hast du nicht so viel Zeit, dann darfst du auch einfach mal schnell bis zum Schluss rüber switchen und am Schluss das Video anschauen, weil am Schluss siehst du dann alles Fertige. Ja, es gibt wirklich Leute, die schauen nur den Anfang und den Schluss, weil halt das Video einfach zu lange geht. Aber ich möchte dir auch zeigen, schau mal, es braucht einfach ein wenig Zeit für die Dekoration für vors Haus. Alles mit Kürbis ist natürlich auch bei einigen Leuten verpönt. Du kannst aber auch anstelle des Kürbisses zum Beispiel eine Laterne hinstellen, oder wenn dann der Kürbis nicht mehr aktuell ist, stellst du eine Laterne rein. Also du bist da voll flexibel, voll frei, und ich sag mal so, du wirst sicherlich eine ganz gute Variante herausfinden für deine Dekoration für vors Haus. Du siehst, es gibt halt einiges an Abfall. Wir können unsere Gartenabfälle nicht hundertprozentig verwerten, aber wir können mit diesen Materialien schon einen Teil von unserem Gartenabfall in unsere Herbstdeko verwerten. Wenn es schön Wetter ist, durch große Städte spazieren, dann sieht es immer so aus, alle sind im Garten, alle richten den Garten bereit für den Winter, und auch, ja, meine Nachbarin hat das gemacht und mir dieses wunderschöne Efeu zur Verfügung gestellt. Wir starten einmal mit der Kürbiskreation, und man könnte einfach das Efeu hier so rings umlegen und einfach einen Kranz machen. Dann bekommen wir aber einen eher kompakten Kranz, darum arbeite ich gerne mit Draht,
Draht kannst du entweder einfach so abspulen, wie ich jetzt hier, oder ich zeige dir dann beim Kranz noch eine andere Variante, wie du den Draht praktisch schnell und einfach abwickeln kannst. Vielleicht weißt du auch, wie das geht, dann kannst du mir das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten lass dich einfach überraschen, wie man Draht schnell und einfach auch abwickeln kann. Wir legen hier einmal den Draht, wir nehmen da eine Zange, die besser schneidet als meine, und legen hier mal so ein Nest bereit. Man kann ein Nest oder einen Kranz machen. Ich mache jetzt hier einen Kranz, weil wir ja fix unser Kürbis dann einfach so unten rum legen. Der Vorteil bei so einer Kreation ist natürlich, wir brauchen nicht so viel Material und wir können auch locker fluffig arbeiten. Wenn wir das Ganze ohne solche Drahthilfsmittel bewerkstelligen würden, hätten wir das Problem, dass wir dann einfach sehr kompakt alles hinbekommen. Und so können wir unsere Efeu-Ranken ohne Blätter leicht verholzt einfach so hier ringsum legen und müssen dann auch nicht Angst haben, dass relativ schnell alles nicht mehr in der Form ist, sondern wir können hier sicher sein, unsere Materialien bleiben in der Form, unsere Materialien bleiben schön hier mal drin. Das ist wirklich das Geniale an dieser Kreation. Du siehst, mit wenig Handgriffen kriegen wir hier schon was ganz Schönes hin. Ich finde halt mega cool mit diesen Efeu-Ranken, dass wir ein Element haben in unserer Kreation, das wir aus dem fast wie Biomüll herausnehmen können, weil Efeu wuchert ja so schnell den ganzen Sommer durch und dadurch müssen wir das oftmals einfach so abschneiden und dadurch können wir einfach mal das Ganze schön machen. Du kannst dann immer wieder aus dem, wie soll ich sagen, der Basis unten Draht hervorziehen und somit auch wieder schön integrieren. Du kannst Efeu-Blätter dran lassen, sodass man sieht, ja, das ist Efeu. Du kannst aber auch alle Blätter wegnehmen, das entscheidest du selber. Du siehst jetzt auch, wir können da immer wieder auch ein wenig dran ziehen, dran richten und das macht natürlich auch mega Spaß. Ich nehme jetzt hier meine Laubblätter, auch aus dem Garten kannst du die nehmen. Am einfachsten sind sie einfach, wie soll ich sagen, schon etwas trocken, du kannst sie aber auch feucht nehmen und kannst die dann so einfach mal in unseren kleinen Kürbis-Dekoring integrieren. Ich nehme da kein Heißkleber oder sonst was, dass man es fixiert, sondern man legt da einfach das Ganze schön sorgfältig rein und ergänzt dann mit den Hagebuttenzweigen. Wichtig ist bei den Hagebuttenzweigen, ein wenig ein Chaos, muss man auch auf dem Tisch haben, außer man hat einen großen Bastelraum oder so für die Kreation, die man zu Hause werkelt, dann ist es natürlich nicht so ein Problem. Man nimmt so viele wie möglich von den Hagebuttenblättern weg. Die Blätter, die sind wie beim Efeu so, dass sie dann relativ schnell auch einziehen, trocken werden und dadurch auch nicht mehr so schön aussehen. Bei unserem Hauseingangsdeko achte ich natürlich darauf, dass ich unsere beiden Kreationen ähnlich, nicht ganz identisch mache. Darum bin ich jetzt hier beim Kürbis etwas lose, auch mit den Hagebuttenzweigen. Die dürfen auch ein wenig hoch sein, die dürfen auch ein wenig aus der Kreation rausklüsseln. Nicht, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt ist aber nicht so schön kompakt. Nein, ich finde das toll, wenn man da ein wenig locker, flockig arbeitet, weil dadurch können wir auch unser Element etwas lockerer machen. Du siehst, es darf auch etwas herüber gucken, es darf auch etwas höher sein. Und jetzt nehmen wir noch zum Abschluss die letzte Tranche hier rein. Und jetzt siehst du, so
sieht unsere Kreation dann so richtig locker, blockig aus. Die Blätter, die trocknen mit der Zeit ein, wenn sie dich dann stören, wenn du diese Wohnungshauseingangsdeko für den Herbst fertig hast und dann mit der Zeit die Blätter eintrocknen, dann kannst du die auch später noch abknipsen, weil du kommst ja bei dir zu Hause wahrscheinlich tagtäglich zum Hauseingang rein und dann kannst du das immer auch noch ein wenig schöner drapieren. Das ist mal die 1 und somit haben wir ein kleines Element schon mal kreiert für unseren Hauseingang. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir nehmen 3 Elemente für unsere Hauseingangsdeko und jetzt kommen wir zum zweiten Element und das zweite Element ist ein Kranz. Wieder mit dem Abfall aus dem Garten, mit dem Efeu, mit Hagebutte, mit Blätter und noch mit Physalis, weil Physalis haben ja auch ganz viele von euch sicherlich im Garten und die muss man jetzt dann auch gleich mal schneiden und so kann man die auch wunderbar verarbeiten. Ich nehme hier wieder den Draht, ich habe den auf einen zylinderförmigen Kübel gelegt, so dass es viel schneller geht zum Abwickeln. Du siehst, wir haben einen viel größeren Strang von Draht bekommen. Wir machen daraus ein Ring oder ein Oval, nein, ein Kreis, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, ein Ring oder ein Kreis, aber ohne Mittelteil. Wichtig ist, wenn wir das Ganze jetzt hier ohne Draht als Hilfsmittel machen, haben wir relativ schnell das Problem, dass unser Kranz ein Ei wird oder ein O oder ein Oval, weil es wird mit der Zeit alles nach unten ziehen. Das heißt also, wenn du jetzt so einen Kranz selber machst und dann kein Draht nimmst, wirst du bald sehen, wenn du den aufhängst, es zieht dir das Ganze nach unten. Dann hast du dann plötzlich ein solches Teil. Und darum machen wir hier den Draht als Unterlage. Schauen, dass wir den Draht auch hier wieder ein wenig mit Sisalfasern oder mit einem, ich sag mal, sonstigen Material abdecken. Ich würde dir nicht empfehlen, zum Beispiel Moos oder so zu nehmen, weil dann das Moos viel zu dick ist und du dann den Draht auch nicht mehr rausziehen kannst. Darum ist es von Vorteil, wenn du etwas locker flockiges nimmst, wie jetzt hier der Draht. Wir haben am Anfang ja für unsere Hauseingangsdekoration auch schon mal unsere Efeu-Ranken ein wenig gelockert, gelöst und dadurch können wir jetzt hier unsere Kranzgeschichte auch mal machen. So. Wie groß soll er sein? Wie groß ist eine Türe? Was ist die schöne Proportion? Da muss jeder immer von euch selber ein wenig entscheiden, wie viel Material habe ich zur Verfügung, wie groß darf es sein und darf es ein Oval sein am Schluss oder nicht. Auch hier wieder sage ich natürlich, die Blätter wenn möglich wegnehmen, die Blätter wenn möglich ein wenig wegziehen. Sonst hast du dann plötzlich so welkendes Zeugs in deinem Kranz. Ich finde halt, wenn es perfekt sein soll, dann würde ich auf die welkenden Efeu-Blätter verzichten. Ich habe aber auch schon Dekos gesehen, wo wir die Efeu-Blätter noch drin hatten. Und es kann natürlich auch ansprechend und schön aussehen, weil im Herbst gehört es halt auch dazu, dass es ein wenig trocken aussieht, ein wenig alterlich schon aussieht. Und dadurch darf man das auch problemlos machen. Jeder entscheidet selber, jeder macht selber so, wie er es gut findet. Und du kannst dann auch deine Grünabfälle aus dem Garten so einsetzen, wie du Lust hast. Ich sage dir einfach mal, so würde ich machen. Und du kannst selber entscheiden, wie du deine Herbstdeko selber machen willst für vors Haus. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ich habe nicht so viel Platz für vor das Haus, aber so für einen Stuhl habe ich Platz oder für einen schönen Kranz habe ich Platz, dann kannst du natürlich einfach so, wie deine Materialien einsetzbar sind, deine Kreation auch machen.
Du siehst, mit diesen Efeu-Ranken bekommen wir halt schon einen mega schönen Kranz hin. Es sieht halt einfach mega natürlich aus, es sieht halt mega locker flockig aus und ich finde halt auch, es gibt der ganzen Kreation so einen eigenen persönlichen Touch. Und das Coole ist noch, ja, du hast Biomüllmarken, je nachdem gespart, je nachdem wo du wohnst, musst du ja für den Abfall bezahlen und da haben wir auch ja, schon mal wieder gespart. Da kannst du wieder mal etwas anderes, Neues, Schönes kaufen, wenn du Lust hast, anstatt dass man das für den Abfall investieren muss. So, jetzt siehst du, man darf die Efeu-Blätter noch ein wenig sehen. Du siehst, es mit dem Holz finde ich halt mega praktisch. Und dann können wir einmal so schauen, ist er rund? Ja, er ist einigermaßen rund. Und jetzt nehmen wir unsere Abfälle aus dem Garten nochmals rein. Ich lege da Physalis rein. Ich achte darauf, dass ich die nicht einfach so ab dem Stiel nehme, sondern ich empfehle dir, sie am Stiel zu lassen. Dadurch kannst du die Kreation viel einfacher und schneller machen. Es geht ja nicht immer nur um schnell, schnell, aber trotzdem wollen wir ja mit wenig Handgriffen was Tolles werkeln und basteln und kreieren. Und dadurch ist für mich ganz wichtig, euch auch zu zeigen, welche Tipps und Kniffs man anwenden kann, damit man immer noch etwas einfacher zum Ziel kommt. Wichtig ist auch, dass wir unsere verschiedenen Materialien außen wie auch innen integrieren. Das heißt also nicht, dass wir das Gefühl haben, ja, ja, man sieht ja den Kranz nur von einer Seite, sondern dass wir auch mal ein Element innen machen, ein Element außen rein machen, so dass es viel harmonischer aussieht. Wenn mir einer sagt, weil ich habe keine Laubblätter bei mir im Garten, dann frage ich mich, wo er lebt. Bei uns in der Schweiz sind jetzt dann auch Steingärten verboten. Das heißt, man darf nicht nur noch Steingärten in einigen Kantonen neu anlegen. Dadurch haben sicherlich bald alle Leute wieder Laubblätter irgendwo im Garten rumliegen. Vielleicht schönere, vielleicht nicht so schöne. Jetzt hier meine Lieblingsblätter, die Platanenblätter. Die hole ich mir oftmals im Schulhausareal oder meine Mutter sammelt die irgendwo bei einem Baum an der Straße dran. Also ich habe nicht alles auch Laubblätter, die ich da verarbeiten kann bei mir im Garten. Aber ich denke mal, viele von euch haben irgendeinen Laubbaum bei sich im Garten, den sie für solche Abfallprodukte manchmal lieben und manchmal auch nicht so mögen. So. Du siehst, wir können hier ohne Hilfsmittel eigentlich außer dem Draht unsere Kreation Schritt für Schritt schöner machen. Jetzt kommt noch das feine Element und zwar die Hagebuttenbeeren rein. Du siehst jetzt, hier haben wir noch ganz viele Blätter dran und die können wir einfach wirklich so abzehren, abzupfen und somit auch unsere Kreation dann verfeinern. Ich habe mir überlegt, bei dir vielleicht hast du einen Nagel eingeschlagen, bei anderen muss man vielleicht mit einer Schnur diese Herbstdeko an die Türe fixieren. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Kreation mit einer wunderschönen, braunen, passenden Schnur einmal einen Aufhänger mache, aber du kannst natürlich auch mit dem Drahtgeflecht, das wir da gebastelt haben, einfach deinen Kranz aufhängen. Das heißt also, du kannst einfach auch hinten ein wenig schauen, wo habe ich da eine schöne Schlaufe und dann kannst du deine Kreation auch aufhängen. Das heißt also, es ist wirklich ganz einfach, einen Aufhänger zu machen, entweder mit Schnur, mit Band oder auch mit sonst einem Material kannst du da problemlos wirken. Wichtig ist einfach immer, wenn wir solche Naturdekos machen,
dass wir alles schön ineinander verkeilen, mit dem Draht auch schön ineinander legen und somit auch die wichtigen Elemente schön fixiert haben. Jetzt siehst du, sind wir eigentlich schon fast beim Schluss von unserem rustikalen, tollen Kranz angelangt. Ich nehme jetzt da nochmals etwas Efeu-Ranken, so dass ich den Kranz nochmals überspiele. Und dann haben wir unseren rustikalen, tollen Kranz auch schon fast fertig. Ist natürlich immer auch ein wenig ein Problem, wenn man mit Efeu arbeitet. Einige bekommen dann jeweils fast so wie einen Staubschock, weil halt wirklich das Ganze so extrem staubig ist, extrem stübt und macht und tut. Darum, ich empfehle dir einfach auch, ja, man kann auch eine Maske anziehen, so eine Baumaske, weißt du, dass du nicht gerade einen Schock bekommst beim Arbeiten von diesem Staub. Jetzt bei mir ist es heute ausnahmsweise mal problemlos gegangen mit dem ganzen Staubzeugs, aber manchmal, wenn ich da zu viel mit Efeu-Ranken aus dem Garten arbeite, gibt es manchmal auch wirklich so das Problem, dass es mir tippt in der Nase vom Feinsten. Je nachdem, für was du diesen Kranz machst, kannst du wirklich auch das Ganze schön locker flockig angehen. Wenn du aber sagst, nein, 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 es muss wirklich schön perfekt rund sein, dann muss man natürlich nochmals über die Bücher. Vielleicht hast du zum Beispiel noch andere Elemente bei dir im Garten, im Haus oder vor dem Haus, wo du sagen kannst, ja, hier oder das kann ich auch super gut noch einarbeiten. Zum Beispiel Gräser haben viele auch bei sich im Garten, die müssen auch schon bald zurückgeschnitten werden oder sonstige Materialien, die kannst du alle auch wunderbar bei dir in deinen Herbstkranz einlegen. Ja, wir haben ja jetzt zusammen einen Hauseingangsdeko gemacht. Du siehst jetzt hier, haben wir mal das hier gemacht, den Kranz, und wir haben den Kürbis dekoriert. Und jetzt kommt noch das dritte Element dazu. Da habe ich gedacht, nehmen wir einfach eine Chrysantheme im Korb. Aber das zeige ich dir dann am Schluss vor der Hauseingangstüre, wie man die integrieren kann. Du siehst jetzt mal, so haben wir doch was ganz Schönes gewerkelt und kreiert. Wir haben unsere zwei Herbstdekorationen bereit für vor unseren Hauseingang zu machen. Komm einfach mit, wir gehen und dekorieren weiter. So, wir nehmen noch die Schnur natürlich für unsere Kreation auch aufzuhängen. Hier nehme ich einmal Draht, einmal die Schnur. Die nehme ich da schön von hinten nach vorne, so dass es auch schön aussieht. Ich lege hier diese Schnur schön rüber und kann dann so meinen Kranz aufhängen. Hinter an der Türe kann ich zum Beispiel einen Nagel einschlagen. Ich kann zum Beispiel mit einem Reißnägeli das Ganze fixieren oder mit einem Nagel vorne an der Türe. Und so können wir jetzt losgehen und unser Teil bald aufhängen. So, wir haben unsere Materialien, die ich da vorbereitet habe. Zusätzlich habe ich da eine wunderschöne Chrysantheme. Die lege ich einfach da mal in den Topf und stelle die hier voran. Dann haben wir ja vorher diesen wunderschönen Kranz mit dem Band gemacht und wir haben für unseren Hauseingang noch diesen wunderschönen Kürbis dekoriert. Du siehst jetzt schon mal hier, das harmoniert wunderbar. Wir haben hier den Kranz, wir können hier hinten entweder mit einem Nagel das Ganze fixieren oder mit der Schnur. Und du siehst hier diesen kleinen Reißnagel. Und diesen kleinen Reißnagel werden wir jetzt dann oben bei der Türe hinten fixieren. Den Reißnagel. Fixiere das Ganze schön. Und habe so meine Herbstdeko. Wie du so oft siehst, ist es manchmal etwas schwierig, wenn ich da außen aufnehme und filme. Aber mir war es ganz wichtig, dass ich dir noch
den Effekt vor dem Haus beim Eingang für die Selbstdeko zeige. Darum ist es etwas kompliziert und etwas anders als normal. Ich hoffe dir aber trotzdem, es hat dir gefallen. Du siehst nun die Deko auf verschiedenen Positionen, etwas höher, etwas tiefer und etwas an der Türe. Immer wichtig ist, dass man drei verschiedene Elemente hat für so eine spezielle Hauseingangsdeko. Und natürlich ist es wichtig, dass man auf verschiedenen Höhen diese Kreation hat. Zum Beispiel jetzt hier der Kürbis auf dem Stuhl, dann etwas am Boden und an der Tür etwas Passendes. So sieht es harmonisch und wunderschön aus. Ja, ich war der Blumenmann und ich habe dir gezeigt, wie man etwas Schönes machen kann. Ich hoffe, du kannst einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren und immer wieder dich inspirieren lassen. Ich hoffe, bis bald wieder hier bei mir beim Blumenmann.